habe ich doch vor der Arbeit spontan die Idee bekommen, dass wir zusammen einen Foundation-Test heute starten. Okay. Hey, guten Morgen, was geht ab? Willkommen zurück, ein neues Video. Hi, ich bin die Tami. Was geht ab? Schön, dass du da bist. Wir machen heute einen Foundation-Test. Es geht um dieses gute Stück. Ich hatte es die Tage mal in der Story erwähnt und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, aber mehr hingerissen als hergerissen. Am Anfang bin ich immer sehr skeptisch, wenn immer was Neues rauskommt. Und dann habe ich mir aber mal alles ein bisschen näher betrachtet. Und zwar diese Verpackung finde ich schon irgendwie hochspannend, aber auch sehr attraktiv. Ich habe mich mit der Dosierung auseinandergesetzt und es ist 1A tippitoppi. Man kann durch diesen Verschluss mit dem Drücken so unheimlich gut dosieren, dass man gar nicht zu viel Produkt auf der Hand hat oder im Gesicht, was ein riesen Pluspunkt für mich ist, weil manche Pumpstöße haben auf einmal so einen Pumpstoß drauf, dass ja wirklich einmal so ist und man weiß manchmal gar nicht, wohin mit dem ganzen schönen Produkt, was man dann auf dem Handrücken oder im Gesicht hat. Wir haben ja so ein Klick-Pump-System. Es ist sehr spannend, weil wir haben einmal oben was zum Drehen, einmal on und einmal off und das ist sehr, sehr wichtig. Vor allem solltet ihr die Foundation mal mitnehmen. Es ist eine Full-Size-Größe von 12 Milliliter, deswegen liegt auch schon etwas in einem preishöheren Bereich und umso schade wäre es, wenn man nicht ordentlich immer alles gut verschließt, dass vielleicht Produkt rausflutschen könnte in den Deckel oder ähnliches. Man hat vorne, wenn man den Deckel abmacht und in dieser Spritzspitze reinguckt, immer noch so ein Pinöckel drinnen. Man könnte ihn ja auch wieder vorsichtshalber drauf machen. Ich bin da wieder so fort mit dem Driss. Aber immer dran denken, einmal auf, benutzen und dann wieder oben zudrehen. Das macht auch Klick, also man merkt das richtig gut und dann ist die Foundation auch wieder safe. Man kann sie überall hinlegen, in die Handtasche packen, Rucksack, keine Ahnung, es würde nichts passieren, weil man dann nicht weiter drücken kann. Also würden wir dieses gute Stück ohne Rabatt kaufen, wären wir bei 35 Euro dabei für 12 Milliliter. Ich finde auch die Bezeichnung und der Produktname auch wirklich gut zutreffend. Es ist aus der Studio Fix Reihe Everywhere All Over Face Pen. Es sind diverse Farbtöne dabei. Ist schon eine gute Auswahl. Also es ist schon viel im Angebot. Ob das immer für alle Hauttypen ausreichend ist, weiß ich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall für jeden etwas schon mal dabei. Und ich finde, man kann bestimmt schon viel damit arbeiten. Was sagt uns diese Foundation noch? Wir erzielen uns ein natürlich mattes Finish, was ich zum Beispiel wieder mit meiner sehr öligen Haut hochspannend finde, weil oftmals, wenn man zu einer matten Foundation greift, wirkt die sehr puderlastig, klar Puder mattiert und manchmal setzt sich das einfach nicht so schön auf gewisse Stellen ab, wenn man da Probleme hat. Deswegen ein riesen interessanten Punkt von mir an dieses Produkt. Ein natürlich mattes Finish. Dann haben wir 36 Stunden lang Halt. Keine Ahnung, das werden wir heute nicht testen. Wir haben eine aufbaubare, mittlere bis volle Deckkraft. Finde ich sehr, sehr spannend, weil ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir auch eine leichte hinkriegen, weil die Dosierung so gut ist. Die Foundation ist sehr ergiebig. Ich kann mir vorstellen, dass wir sogar auch eine sehr leichte Deckkraft hinbekommen. Was interessant ist, ist es wasserfest. Wir kommen jetzt bald in den Sommer rein. Das ist für mich wieder ein krasser, interessanter Punkt. Für alle Hauttypen geeignet, besonders für ölige Haut. Tada! Also geht da mal voll der Credit raus. Keine Fältchenbildung, auch spannend. Es ist nicht aknegen, das ist, finde ich, auch nochmal cool. Wir dürften also keine Unreinheiten noch groß hervorholen. Kein Absetzen, dermalogisch getestet und ich finde es einfach wirklich, wirklich spannend. Nicht klumpend, nicht fettend, nicht streifend. Also ich finde, das ist doch auch sehr, sehr interessant und für meine Haut, mit meiner Mischhaut, mit meiner extrem öligen T-Zone sehr spannend. Ich benutze ja oft den Matte Fine Primer dazu. Den lassen wir aber heute auch tatsächlich weg und wollen einfach nur in unsere Routine nach dem Waschen eincremen, die einfach mal ausprobieren. Also einmal ran mit dem Spiegel und dann würde ich sagen, auf geht's und ich hole euch nochmal näher ran. Ich möchte aber eins anmerken, ich neige hier zu bläulichen, violetten Verfärbungen. Hier habe ich eine ganz dicke blaue Ader.
Damit sollte man immer doch mit einem Korrektor arbeiten und den werde ich mir auch vorab hier punktuell einmal aufsetzen, damit halt meine Verfärbungen auch etwas ausgeglichen werden, weil ein Concealer kann das in der Regel auch nicht immer machen. Und deswegen ist das wichtig, bei extremen Schatten unter den Augen bitte einen Korrektor nehmen, weil ein Concealer könnte euch auch nicht wirklich damit immer weiterhelfen oder auch was Gutes für euch tun. Man könnte fahl oder grauschleierig dann aussehen. So, die blauen, graulichen, blau-violetten Verfärbungen haben wir jetzt ein bisschen zurückgeholt. Dennoch haben wir noch genügend andere Sachen. Wir haben hier was, was wir auch mit abdecken können. Wir haben Rötungen in meinem Gesicht. Diesen Bereich, man kann das hervorragend sehen, spare ich tatsächlich aus. Diesen Tipp habe ich von Theresa bekommen. Einmal verlinke ich euch ihren Kanal unheimlich gerne in der Videobeschreibung. Make-up Artist seit 20 Jahren. Ich, Theresa, ich habe Probleme. Diese Hübelchen, ganz schlimme Haut in diesem Bereich, ganz schlimme Absetzung, die ich dadurch habe, lasse ich tatsächlich aus und es kommt nur so ein Hauch vorne und ich gehe da wirklich viel mit Puder drüber. Diesen Step möchte ich aber auch beibehalten, weil ich mich damit sehr, sehr wohl über den Tag fühle. Dennoch werden wir natürlich viel probieren können. Nur das ist so jetzt mein Weg geworden, den ich in meiner Routine nämlich eingebaut habe, hier ein bisschen anders zu arbeiten. Ich habe mir den Ton NC20 einmal abgefüllt und wir probieren uns das jetzt aus. Ich werde ein paar Tage damit testen können. Es sind ein paar Pumpstöße drinnen. Ich glaube, 3 Stück habe ich gemacht und damit haben wir auf jeden Fall sehr viel Produkt drinnen. Und ich fange einfach mal mit dem Rest hier an und gehe mal mit meinem Foundation-Pinsel, den ich so unheimlich liebe, den ich immer noch nicht im Online-Shop finde. Oh. Ja, benutze und ich gehe jetzt einfach mal hier rein und nehme mir was auf und wir gucken mal, wie weit wir kommen und ich werde mir das jetzt mal hier hingeben. Leider können wir jetzt nicht direkt gucken, wie weit wir mit so einem Mini-Pumpstoß kommen. Also Achtung, nochmal eine kleine Info. So ein halber Pumpstoß ist so ergiebig, damit ihr beide Augenpartie gut bearbeiten könnt. Und ein ganzer ist dann für das ganze Gesicht geeignet, aber tastet euch mal daran. Manchmal braucht man sogar noch weniger. Seid sparsam, wir haben nicht viel Milliliter Anzahl in der Foundation drinnen. Jetzt gucken wir. Also das kann ich euch jetzt leider gar nicht hier bieten vor Ort, weil ich mir halt nur ein Dramming abgefüllt habe. Aber das wird sich in Zukunft noch mal ein bisschen ändern. Ach, guck mal, sie oxidiert. Seht ihr das? Oh, also dann ist vielleicht interessant, dann Shade immer heller zu nehmen. Guckt mal, da wird sie schon etwas orangiger. Und wir arbeiten uns jetzt einmal hier vor. Ich gehe noch mal frisch drauf. Kann man gut erkennen, ne? Ich mag, jetzt gehe ich da glaube ich schon zu viel drüber. Ich mag NC für mich sehr gerne. Ich bin ein gelblich-oliver Unterton. Fahre mit der NC-Reihe sehr, sehr gut und bin immer so bei 20, 25 im Moment. Concealer auch schon mal 15. Und hier gehe ich wirklich nur ganz wenig. Lässt sich super schön einarbeiten. Und spannend ist, um die Nase herum sehen wir zum Beispiel, hier sind noch ein paar Rötungen. Wie schön die aber auch die Rötungen schon mal wegnimmt im Vergleich jetzt hier zu diesem Bereich. Ich finde, es passt sehr hervorragend. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, aber beim Ausstreichen ist es doch recht passend. Natürlich werden wir die um die Augenpartie uns noch ein bisschen besser aufbauen, weil ich da gerne etwas mehr Deckkraft haben möchte. Somit wird das auch direkt meine Lidschattenbase. Lässt sich sehr angenehm auftragen, einarbeiten. Das ist eher wie was Pflegendes, Cremiges. Ich sehe nicht wirklich was auffliegen, was ich sehr schön gerade finde. Unheimlich schön sieht die aus. Also erstes
Erstes spontanes Fazit ist, dass sich das super streifenfrei eingearbeitet hat. Ich habe keine großen Auffälligkeiten. Hier ist meine Haut gerade ein bisschen trocken. Da liegt die jetzt nicht so perfekt drauf. Aber das stört mich gar nicht, weil ich weiß auch, dass um meine Nase oft ein Bereich ist, der nicht so gut ist. Und da sitzt sie gerade richtig gut drauf. Meine Pflege ist im Moment, weil ich das auch für mich mal ausprobieren möchte, von MAC eine beruhigende Creme, die auch Rötungen was zurücknehmen soll und beruhigend fürs Gesicht und alles. Die streiche ich mir auch bis aufs Dekolleté, weil ich im Moment sehr viel mit Unreinheiten zu tun habe auf. Und jetzt, wenn ich so reingucke, ich finde mich nicht matt. Ich finde, dass wir hier Bewegung drin haben. Dennoch ist es nicht so krass. Also ich finde, es sieht sehr gesund aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Das bisschen, was wir hier drüber gefegt haben, darf auch nicht mehr sein. Aber erstmal sieht das auch da nicht krass aus. Bin wirklich sehr gespannt auf diese Foundation. Ich werde das jetzt ein bisschen abpudern, damit da nehme ich jetzt euch noch mit und zeige euch, wie ich das mache. Und dann werde ich euch gleich einmal den fertigen Look zeigen, weil ich muss abpudern, weil wenn ich hier dran gehe, merke ich, dass das leicht sticky ist. Und dann möchte ich ja dann doch gerne, dass wenn ich jetzt gleich Puder und alles auftrage, dass sich das auch schöner drauf verblenden lässt und wir keine Flecken haben, weil es noch ein bisschen zu sticky ist. Also die ist hervorragend. Und das mache ich eigentlich mit leichter Deckkraft. Wir haben zwar jetzt nicht gut kontrollieren können, wie viel Pumpstöße wir benötigen, weil ich den Stift nicht da habe, aber ich habe sehr versucht, mit wenig Produkt hier überall hinzukommen. Der Deckel ist leer und bin nochmal ganz leicht in die Spitzen, ins Pöttchen gegangen und ich finde mich jetzt nicht mit krass viel Deckkraft. Ich finde mich eher korrigiert, ausgeglichen. Die Rötungen sind was weggegangen. Hier könnte man noch aufbauen. Aber ich mag auch wirklich nicht zu viel für meinen Alltag. Ich brauche nicht diese Full Coverage für meinen Alltag. Und die könnte ich mir vorstellen, dass das eine alltagstaugliche Foundation sein könnte. Für unter meinen Augenbereich benutze ich aber immer gern dieses Mineral Powder von Echo King. Das ist die Farbe 01. Das mag ich super, super gerne. Man sieht, dass hier auch wirklich der Hubbel hier, der hier oben drauf ist, schon weggeht. Ich finde, da ist die Perle drinnen, die es halt etwas schöner macht. Und das ist nicht so krass austrocknend. Und alle anderen Produkte würden mich da jetzt zu krass faltig machen. Und das möchte ich nicht. Deswegen gehe ich nur mit so einem Hauch hier einmal drüber. Ganz leicht. Und arbeite mir das hier einmal ein. Das restliche Gesicht nehme ich auch aus der Studio Fix Reihe. Das ist C3, das Puder. Und das gebe ich mir jetzt auch nochmal überall drauf. Und damit kriege ich ja auch noch ein bisschen Deckkraft. Wir haben jetzt nicht mit dem Concealer wirklich gehighlightet. Wir sind jetzt eben sehr plakativ. Wir haben jetzt uns keine großen Höhen und Stellen gegeben. Finde ich nicht schlimm. Auch das brauche ich in meinem Alltag nicht zwingend. Da reicht einfach nur so ein bisschen erfrischendes Make-up. Und da brauche ich nicht so viel Schnickschnack, auch wenn es eigentlich sehr cool und schön ist. Für eine schnelle Nummer, eine Foundation, alles, was ich gut hier irgendwie einarbeiten lässt und dann gebe ihn. Man kann mit den ganzen Accessoires, Bronzer, Highlighter, vielleicht so viel noch reißen, das ist für mich nicht so relevant. Und schon merke ich, dass die da nicht mehr so sticky ist und das ist schon mal sehr cool. Und hier kommt nämlich mein Trick, wo ich hier nämlich etwas jetzt, beziehungsweise der von Theresa, zurückhaltender drüber gegangen bin, gebe ich dann lieber ein bisschen mehr Puder drauf und kriege da noch mal ein bisschen mehr Deckkraft. Und dann hält das da richtig gut und ich habe nicht diese ekelhaften Ablagerungen. Ich werde jetzt einmal meine ganze Base fertig machen, dann bin ich gleich zurück und dann halte ich euch über den Tag ein bisschen aufs Laufende. Aber erstmal finde ich das sehr angenehm, sehr schön, sehr ebenmäßig. Ich habe keine Absetzungen. Es sieht sehr schön aus. Ich habe zwar hier so ein paar kleine Stellen, wo ich denke, aber im Großen und Ganzen, für das, wo ich auch meine Problemstelle kenne, ist das schon mal sehr schön. So, Freunde, dann starten wir doch jetzt mal unseren Tag. Ich ziehe mich an und dann gucken wir mal. Das ist jetzt einmal der fertige Look. Es hat sich alles super drauf aufbauen lassen. Er hier ist auch etwas zurückgegangen. Ich
bin begeistert. Ich finde erstmal meine Bass sehr, sehr, sehr stimmig und sehr schön. Ich freue mich, euch mitnehmen zu können. Und dann gucken wir doch mal heute Abend, was das Fazit ergibt. Um 9 haben wir uns geschminkt. Jetzt haben wir 2:30. Mittags pudere ich eh eigentlich nochmal ab. Und ohne jetzt diesen matten Primer hat das bis jetzt gut gehalten. Aber ich finde mich jetzt persönlich zu glänzend. Ich mag das nicht im ganzen Gesicht. Wenn ich so in den Spiegel gucke, sieht das schon sehr schön aus, definitiv. Aber es ist für mich Zeit, mich gleich einmal abzupudern. Aber es ist nach wie vor alles wunderschön. Es sitzt richtig gut. Ich kann das hier sehen. Meine Ablagerung ganz leicht. Das heißt für mich, ich puder jetzt gleich einmal ab. Aber guck mal, es sieht sehr schön gesund glowy jetzt aus. Mit meinen eigenen Ölen. Aber ich freue mich jetzt gleich, das ein bisschen abmattieren zu können. Aber sie sitzt halt ziemlich nice auf meiner Haut. So, jetzt habe ich Feierabend. Wir haben 19.30 Uhr. Das ist immer noch meine Base. Ach, guck mal. Jetzt werde ich noch richtig von der Sonne angestrahlt. Ja, sieht sehr glowy aus. Ich guck mal jetzt im Spiegel. Je nachdem, wie das Licht ist, sieht es halt glowiger aus, als wie wenn der Schatten fällt. Aber mein erster Eindruck, dass ich auf jeden Fall schon mal zufrieden bin. Und jetzt werde ich die Tage auf jeden Fall noch mit dem Primer für mich testen, weil ich es halt nicht so ölig finde. Das sind meine eigenen das sind meine eigenen Öle und deswegen würde ich da jetzt halt gegen arbeiten. Also wenn du Bock hast, auf dem Laufenden zu bleiben, dann guck auf jeden Fall super gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, gerne in den Stories, dann nehme ich euch oft mit zu den Look of the Days. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao!